hier sehen wir nicht das schönste Exemplar dieser Art, das ich hier gesehen habe, aber für diese Jahreszeit unglaublich. Die rote Lichtnelke. Wir sehen hier die Verdickung, ganz typisch für die Nelkenpflanzen, die Caryophyllaceae überhaupt. Dann die geteilten Blätter an der Blüte und diese sehr spitz zulaufenden vegetativen Blätter. Hier wächst sie einfach im Schatten eines Baumes, an dem Feld, wo wir sonst häufiger sind. Bei diesen Exkursionen werden wir noch ganz viele davon später im Jahr sehen. Zu dieser Jahreszeit noch nicht, deswegen bin ich überrascht, hier ein bisschen fernab des Feldes schon eine Pflanze davon gefunden zu haben. Denn eigentlich kommen die erst so im Mai raus. Hier haben wir allerdings jetzt schon eine Pflanze dieser Art. Sehr schön. Die rote Nichtlichtnelke.